Aschermittwoch war dieses Jahr am 2. März und damit ist fast der ganze Monat März Teil der Fastenzeit. Das führt dazu, dass einige vergessen, dass März auch der Monat des heiligen Josefs ist. Eine Dame, die sehr dem Herz-Jesu-Apostolat verbunden ist, hat mich darauf hingewiesen, man sollte doch ein bisschen darauf aufmerksam machen und Werbung machen für diesen so bedeutsamen Heiligen, dem heiligen Josef. Ja, weil in dieser Zeit ist er von besonderer Bedeutung für uns, denn er ist ein sehr starker Fürsprecher, er ist einer der großartigsten Heiligen, die es überhaupt gibt. Ja, und gerade heute brauchen wir solche Heilige, die Kirche, wir persönlich, unsere Länder. Also insofern finde ich, das ist sehr passend, dass wir wirklich den großartigen St. Josef etwas bekannter machen. Ja, und dazu möchte ich Sie einladen, eigentlich ein Gebetsbüchlein mit Novene und anderen Gebeten zu bestellen. Benutzen Sie dafür die E-Mail unten, also nicht den Shop, zu den ich normalerweise verlinke, sondern wirklich die E-Mail. Ja, und dann schreiben Sie Stichwort St. Josef. Ja, oder St. Josef Büchlein und so, damit man weiß, aha, es geht um dieses Büchlein. Ja, ich möchte Werbung machen für den heiligen Josef. Die meisten kennen ihn ja, er ist Schutzpatron der Reinheit, ja, aber er ist noch viel mehr. Er ist zum Beispiel der Patron der Sterbenden. Das ist deshalb, weil er starb. Auf der einen Seite war das Jesuskind, auf der anderen Seite die Mutter Gottes. Also besser konnte man ja eigentlich nicht sterben, mit besserer Begleitung. Er ist die Stütze der Familien. Das sind jetzt alles Invokationen aus den Litaneien. Er ist der Schutzherr der Heiligen Kirche. Gerade wir in Deutschland, Stichwort Synodaler Weg, brauchten wirklich jemanden, der unsere Kirche schützt. Und so weiter und so fort. Er ist voll Starkmutes etc. Also das ist von großem Nutzen eigentlich, dass man ihn verehrt, dass man zu ihm betet, aber auch, dass man seine Verehrung verbreitet. Und deshalb empfehle ich dieses Büchlein, das können Sie gegen Spende bestellen. Ich werde einige Teile lesen, einige Gebete und Meditation. Und da können Sie sehen, wie schön eigentlich diese Texte sind und wie es sich lohnt, den heiligen Josef anzurufen und auch sozusagen als Begleiter zu suchen. Zum Beispiel hier, o heiliger Josef, Patron der Weltkirche, du wurdest mit dem Schutz der gesamten Kirche betraut. Und das haben unsere Kirche wirklich heutzutage sehr nötig, gerade in einigen Ländern. Also ich rede immer über Deutschland, Synodaler Weg, aber denken wir nur an die ganzen Länder mit den ganzen Verfolgungen und so, also in Afrika und so, da werden ja wirklich unsere Glaubensbrüder getötet. Damit du für all ihre Kinder in gleicher liebevoller Weise sorgst, wie du es für die Mitglieder der heiligen Familie getan hast. Erbitte für den Papst, alle Bischöfe, Priester und alle Gläubigen die Gnade der Erleuchtung und die Kraft der Lehren unseres Herrn Jesus Christus zu folgen. Das heißt, er beschützt nicht nur den Körper, physisch das Leben, sondern außerdem noch die Reinheit der Lehre und des Glaubens. Oder zum Beispiel hier Familien. Ja, wie viele Familien sind kaputt? Oder haben Schwierigkeiten? Entweder es gibt Schwierigkeiten zwischen den Eltern, zwischen Eltern und Kindern und so weiter. Wie gesagt, sie lesen das praktisch täglich in den Zeitungen, welche Scheidungsraten etc. Ja, auch hier ist der heilige Josef ein sehr starker Patron. O liebster heiliger Josef, Patron der Familien, mit Gottes Gnade hast du mit weiser Umsicht die jungfräuliche Gottesgebärerin während des Exils in Ägypten beschützt und in beispielloser Weise dem Kind Jesus gedient, es erzogen, ihm Ehre erwiesen. Hilf allen Familien, besonders in schwierigen Situationen, richtige und kluge Entscheidungen zu treffen, die Gott gefallen. Und ein letztes Zitat, damit ich Ihr Interesse wecke, ja, und Ihre Begeisterung für den heiligen Josef. Und hier geht es um die Sterbenden. Und wir alle werden eines Tages sterben. Und dann sollten wir uns jetzt schon vorsorgen, dass der heilige Josef uns dann hilft, dass wir gut in einer guten Situation sterben, in Ruhe. Und damit wir dann eben schnell zum
ewigen Vater kommen. O liebster heiliger Josef, Patron der Sterbenden, erlange für uns die Tugend der Hoffnung, dass wir uns geborgen fühlen, frei von jedem Zweifel. Das ist sehr wichtig. Wie viele Menschen verzweifeln und denken, ja, da kommt der Tod, das ist schrecklich. Na, der heilige Josef hilft in solchen Situationen. Du hast dein ganzes Leben in den Dienst von Jesus und Maria gestellt und hattest das Glück, in den Armen deiner Lieben zu sterben. Erbitte für alle Seelen, die dir anvertraut sind, die Gnade einer glücklichen Sterbestunde. Amen. So, das sind alles nur solche Texte. Sie sehen, das sind auch sehr schöne Bilder. Ja, auch hier. Damit ich zeige Ihnen das kurz, damit Sie sehen, wie schön das ist. Gegen Spende. Ja, Sie müssen das nur bestellen. Bitte benutzen Sie die E-Mail unten, also nur diese Form, ja, weil das ist nicht in unserem Shop, weil wir haben auch nicht sehr viele Exemplare, ehrlich gesagt. Das heißt, irgendwann müssen wir leider das begrenzen. Benutzen Sie diese E-Mail und dann Stichwort St. Josef und dann schicken wir Ihnen das gerne zu, denn unser Anliegen ist, die Verehrung zum heiligen Josef zu stärken. Vielen Dank, bis zum nächsten Video.